unterscheiden wir die verschiedenen Arten von Stellen. Wir unterscheiden Leitungsstelle und Ausführungsstelle. Leitungsstelle, wie leiten, führen. Ja? Leitungsstelle und Ausführungsstelle. Arschtrittgeber und Arschtrittnehmer. Ja? Leitungsstelle, Ausführungsstelle. Die Leitungsstelle heißt auch Instanz. Eine Leitungsstelle nennen wir auch Instanz. Ja, jemand, der etwas entscheiden kann. Ausführungsstelle ist eine Stelle, wo nichts entschieden wird, wo die Dinge umgesetzt werden. Und jetzt haben wir aber in unseren Unterlagen noch einen dritten Fall. Denn eigentlich ist hier vorbei. Wir haben Arschtrittgeber und wir haben Arschtrittnehmer. Fertig, mehr brauchen wir nicht. Aber es gibt hier noch so einen Sonderfall, nämlich die Stabsstelle. Die Stabsstelle, die eigentlich in die klassische Struktur reinpasst, die aber sich so einen Sonderplatz erarbeitet hat, denn die Stabsstelle ist eine Ausführungsstelle für Beratungsaufgaben. Sie passt also eigentlich in die mittlere Kategorie, aber durch ihre Beratungsaufgabe hat sie einen eigenen Platz sich erarbeitet. Während die übliche Ausführungsstelle wirklich eher eine, Aufgabenerfüllungsstellen sind. Aufgabenerfüllungsstellen. Das heißt, der eine befiehlt, der andere macht. Während die Stabsstelle weniger macht, als denkt und konzipiert und prüft, zu Ergebnissen kommt und Entscheidungen anregt. Das ist die Stabsstelle. Aber sie ist eben keine Leitungsstelle. Sie darf nicht entscheiden. Sie ist Entscheidungsvorbereiter, aber nicht Entscheider. Und wir können schon erahnen, dass hier gewisse Spannungen entstehen.